Herzlich willkommen zurück zu Let's Play L.A. Noire. Wir sind in der Wilshire Division und... Halt doch mal die Klappe, bitte. Alter. Was willst du eigentlich von mir? Wir sind in der Wilshire Division und sind jetzt zur Brandermittlung abgeschoben worden, nachdem wir ja etwas ungeliebt waren, beziehungsweise eigentlich sollten wir ja nur als Bauernopfer herhalten, um vom Skandal der des Sittendezernats abzulenken. Ja, der erste Fall lief schon mal gar nicht so gut. Mal sehen, ob es jetzt ein bisschen besser wird. Aber wir haben schon entdeckt, natürlich gibt es wieder eine große Verschwörung, die Cole aufdecken will. Und wieder gibt es einen Brand, bei dem mindestens 4 Leute umgekommen sind. In Elysischen Gefilden heißt es. Und wir hatten ja beim letzten Mal schon die Firma Elysian Fields, die auf dem Gelände der Wohnbauförderung zufälligerweise war. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wieder in die Richtung geht. Schauen wir einfach mal. About Rancho Escondido. Are we having a conversation, Vic? Okay, fuck it. Get on. I'm teasing you, Herschel. Tell me about it. The new housing development's a couple weeks from completion. Burned to the ground last night. GIs are ready to move in this weekend. Developer's gonna have some very angry customers. Any available units? Shit, the officer, 211 just occurred. He's still in custody. Wanna bet? Bella kicked him loose already. Can't hold him for misdemeanor cigarettes and matches. Naja, wenn er was gemacht hat und ihr es ihm nachweisen könnt, dann werdet ihr ihn auch einbuchten können. Wenn ihr ihm nichts nachweisen könnt, dann macht eure Arbeit ordentlich. Muss ich mal so sagen. Also ihr könnt ihn nicht nur aufgrund von Vermutungen einbuchten, das ist ja wohl logisch. Gut, es gibt auch gewisse Departments hier, die das wahrscheinlicherweise machen würden oder die ihm dann einfach irgendwelche Beweise anhängen. Sowas wie Mord oder Sitte, ne? Aber ansonsten, wenn ihr ordentliche Polizeiarbeit machen wollt, dann sucht verdammt nochmal Beweise, dass er schuldig ist und dann verknackt ihn. Fertig ist die Sache. Aber mit der Sache hat er wirklich nichts zu tun, denn das war, wie wir festgestellt haben, in Auftrag gegeben und jemand, der ein Pyromane ist, der... Ja, der muss seine Manie befriedigen. Der ist im Prinzip ein Triebtäter. Sein Trieb ist halt, es brennen zu lassen und sich dadurch zu befriedigen, sozusagen. Und so einen stellst du nicht ein für einen Auftragsbrand. Sondern dann nimmst du jemanden, der rational agiert und still und leise seine Sache macht und sich dann verzieht. So, da sind wir auch schon. Mal schauen, was es diesmal wieder gibt, ob wir wieder ewig lang in der abgebrannten Ruine suchen müssen. Och, steht da noch ziemlich viel vom Haus, ne? Schauen wir es uns mal an. Hausbrand, 12.04 Uhr. Mit passendem Plakat an der Seite. Okay, schauen wir es uns an. Carruthers ist auch schon wieder da. Ach stimmt, es gab ja Tote, natürlich. You guys better see this. I hope you have strong stomachs. Oh, eklige Sachen. Ich meine, verbrannte Leichen haben wir auch beim letzten Mal schon gesehen. Do you have a name? Morelli, Mike. We recovered a picture of the family. Okay. Anything else? Be honest, I just got here, Phelps. Best you talk to Lynch, he's the expert. Doesn't make any sense. Why aren't they scattered around like the rest of the debris? I think they've been moved. Ooh. I think someone moved them after the explosion and before the fire. Can you explain that, please? I'm almost positive the cause of death is asphyxiation due to gas inhalation. Look at the parts of their bodies that aren't scorched. The coloring around the fingertips is typical. They wouldn't have felt a thing. I think the fire damage is post-mortem. I think someone moved him into this room after the explosion. It still doesn't make any sense. Why would you run into a burning building? Ja, und vor allen Dingen würde auch niemand in so einer Haltung sterben und dann vor allen Dingen auch so bleiben, ne? Also die müssen ja schon tot gewesen sein und dann im Nachhinein so platziert worden sein. Ansonsten setzt sich niemand so hin, sag ich mal. Das wäre total unlogisch. Das ist total abgefuckt. What are we doing? Beten. Prayer effect is from the fire. The muscles and tendons contract. Ach so. Okay.
Ja, aber trotzdem müssen die ja so hingesetzt worden sein. Another day, another dawn. Gut, wir können uns aber nichts direkt an ihnen anschauen, oder? Ich schaue nochmal ganz kurz. Ich glaube aber... Nee. Ich glaube, das ist einfach nur, dass wir uns die Leichen nochmal so anschauen können. Okay, gibt es noch mehr Beweise? Ja, hier drüben gibt es noch was. Das Familienfoto. You ever think about how many people have died in this world? And how big heaven would have to be to accommodate them, Biggs? No, I have not. Show some respect. Weiß nicht, ob das jetzt so respektlos war, aber es stimmt schon. Ich meine, it's our boy. I think he watches the fires. I think the Sawyer fire went wrong. So what about the guy we have in jail, Phelps? You got the wrong guy. That doesn't explain why he ran into a burning building. What would make anyone do that? Guilt. For the fires? For his mistake. This guy wants to burn houses, not families. He expects the houses to be empty. He was trying to redeem himself. He probably thought they'd be happier together. You are one very disturbed individual, Phelps. I know you had it rough lately, but you should start to compartmentalize your thoughts. He could be right. Can you come up with an alternative explanation? I'm sure it's the same guy. Are you telling me that some son of a bitch murdered these people, the whole family, and arranged them here like Cupid dolls? Might fit, Cole, but I don't think we could ever prove it. There's very little evidence. Oops. Evidence! Albert, check out the hot water system. Make sure we're dealing with the same MO. Sure, Phelps. I'll get back to you. Leave the rest to us, Cole. You better find out what's eating Biggs. Ich glaube, sein Magen hat es gerade nicht so ganz vertragen, dass der eine zerbrochen ist, dass der Vater zerbrochen ist dabei. Ich weiß nicht so genau, warum Cole sich so sicher ist, dass es derselbe sein muss. Ist es einfach nur, weil er vermutet, dass es ja wieder das sein muss, weil wir ja schon festgestellt haben, dass irgendwie mehr dahinter steckt? Oder woran hat er das jetzt festgemacht? Gut, und das mit dem, dass er Schuldgefühle hat, dem Täter, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen weit hergeholt, dass man aus Schuldgefühlen die Leute zusammensetzt. Naja, von mir aus. Schauen wir mal, was mit Biggs ist. So something finally got to you. You want my help, pretty boy? You got it. You keep riding me and you won't be pretty much longer. We can get this guy, Herschel. You think you've seen everything, Phelps? I was with the 2nd Marines at Bella Wood. The things that went on in that farmhouse. My own guys on fire screaming for a way out. You're not gonna get this guy. There's gonna be no photos and no citations. We're gonna kill this miserable fuck. End of story. You getting this? You remember the list from the travel agent? Sure. The Morellis were winners too. Their name was on that list. Christ. We should take a look around. Work the neighbors, see what they know. I'll go across the street. Okay, I'll try this side. I haven't done this for years. Okay, da wissen wir jetzt auch. You don't look like a fireman, son. Da wissen wir jetzt auch, warum Cole diesen Verdacht geäußert hat, weil er sich daran erinnert hat, dass die mit auf der Liste standen. Und wir haben mitgekriegt, was mit Biggs los ist. Es ist natürlich ein bisschen seltsam, dass er ausgerechnet in der Brandermittlung arbeitet, wenn er so ein traumatisches Erlebnis mal mit Feuer hatte. Ist klar, dass ihm das dann ein bisschen näher geht, wenn er irgendwelche verbrannten Leichen sieht. Na gut, sprechen wir mal mit dem hier. Irgendwas muss ja gesehen worden sein, oder? LAPD, can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman. Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep and we heard the explosion. Ja, mal wieder nach dem Prinzip, wenn ich jetzt Wahrheit nehme, bringt mir das wahrscheinlich nichts, also gehe ich mal auf Anzweifeln. You didn't like Morelli, did you? Some neighbors you get along with, some you don't. Guess they should have sold up. What do you mean? They're knocking down all these old houses and building a new subdivision for GIs. Morelli was being difficult. Das sei jetzt keine große Überraschung, würde ich sagen. You said someone is knocking these houses down? Elysian Fields.
You must know them. They're billboards. That Monroe character beaming down at you. We've had an offer for the house. Did the Morellis want to sell? I don't know. Gut, ich habe jetzt eigentlich keinen Grund, da groß was anzuzweifeln. Aber ich vermute mal eher, dass er nicht verkaufen wollte. Ich nehme trotzdem mal Wahrheit, weil eigentlich klang es jetzt in Ordnung, was er erzählt hat. Okay, dann ist everyone else egal. Had sold up, but you didn't know about your next door neighbor? Like I said, we had some history. Ach, das war wieder so ein komischer Fall von, ich muss anzweifeln, um nachzufragen, obwohl es stimmt, was er sagt. Oder wie? Ach, egal. Was weiß ich. You said the Morellis had won a weekend away. To Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. But then I find out they were still in there. Who was running the competition? What? I don't know. Ach komm. I need more, Mr. Foreman. Ach, tell me what you know about the Suburban Redevelopment Fund. I know nothing about it. I've never heard of them. Gut, mal wieder Pech beim Raten gehabt, sage ich mal. Scheißegal. Wir wissen ja eigentlich, dass es über diese Firma lief. Gut, war jetzt aber nicht so hilfreich, das Gespräch mit ihm, oder? Also ich meine, was haben wir jetzt dadurch erfahren? Eigentlich nichts. Nichts, was wir nicht schon vorher wussten, würde ich behaupten. Gut, schauen wir mal bei Hirschel vorbei. Na? Wie sieht's denn aus? Willst du nicht mal erzählen, wie es lief? Dann halt nicht, dann halt nicht. So, wieso wird jetzt hier drüben noch angezeigt? Muss ich nochmal mit ihm reden, oder? Wie sieht's aus? Soll ich nochmal zu ihm hin? Gibt's noch jemanden, mit dem ich reden kann? Oh, ich kann ja noch was untersuchen, deshalb. So, aber mit ihm reden ist nicht, ne? Nee. All a man can do is put in a prayer for the dead. But all I've got to say about it. Okay, dann schauen wir uns mal die Trümmer an. Vielleicht liegt hier noch irgendwas mit rum, was interessant sein könnte. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt nochmal das ganze Haus untersuchen sollen oder ob wir hier bloß beim Nachbarn schauen sollen. Auf jeden Fall können wir bei ihm rein. Nee, können wir doch nicht. Aber wieso ist die Türklinke dann golden? Na gut, dann halt nicht. Aber mir fällt auf, die Musik läuft selbst zu drüben. Ach, hier läuft sie nicht mehr, okay. Aber die läuft ziemlich weit noch, ne? Also die Hälfte des Nachbargrundstücks ist noch mit drin und läuft hier mit Musik. Drum ist es vielleicht gar nicht so abwegig, auch hier noch mitzuschauen. So, das war nix. Ist hier vorne auch nicht. Ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwas bei ihm auf der Terrasse rumliegen könnte. So, wie weit geht denn die Musik hier drüben? Hier nicht mehr. Oder? Ach, die Schuhe. Okay. Boondockers, they ain't. Ist das. Haben wir irgendwo Abdrücke von Militärstiefeln gefunden? Oder? Wie kommt er jetzt darauf? Na gut, schauen wir uns mal beide an. Irgendwas Auffälliges? Scheint ja nicht so, ne? Vielleicht ist er auch wieder nicht in der Lage, diesen Fokus zu treffen. Ich weiß es nicht. Okay, rein können wir aber wirklich nicht. Na gut, wie weit läuft die Musik? Hier ist sie vorbei. Tja. Seinen Briefkasten untersuchen, während er da ist, genau. Nee, geht nicht. Okay. Ich weiß halt nicht, ob wir hier drüben mitschauen sollen. Ich glaube schon, ne? Gut, wir gehen erstmal ums Haus rum, würde ich sagen. Denn irgendwo draußen muss ja die Stelle sein. Ach, hier ist auch noch Beweisstück C. Siehst du mal. Der Boiler. Insta-Heat. Kürzlich gewartet von Reginald Varley. Na sowas. Looks like the same model. Habe ich den nicht letztens erst verknackt und das war der falsche? Na gut. Oh, hier geht's aber. Hier hat's aber ein ganz schönes Loch gesprengt, kann das sein? Okay, wir schauen nochmal kurz hier hinten. Gibt's hier draußen irgendwas Interessantes? Wahrscheinlich nicht so, ne?
So, ansonsten können wir auch gleich nochmal reinschauen. Ist das hier eine Tür? Wahrscheinlich, aber wir können es nicht. Wir können sie nicht benutzen. Ne, hier ist auch nichts mehr, okay. Schauen wir nochmal kurz hier am Müll. Wer weiß, vielleicht ist der Mörder ja so dumm, irgendwas in den Müll zu schmeißen. Kann ja sein. Gut, dann machen wir uns mal auf ins Innere des Hauses und schauen mal, ob wir dort nicht vielleicht noch ein paar Beweisstücke mehr finden können. Allzu ertragreich war das mit dem Zeugenaussagen ja nicht. So, hier sieht's nicht danach aus. So, hier drüben war bloß der eine Raum, daneben geht's nicht durch, ne? Ja. Okay. Ich muss sagen, ich mag diese Untersuchungen von abgebrannten Häusern nicht. Das ist irgendwie seltsam, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie komisch gelöst, habe ich das Gefühl. Was ist das denn? Ein verbrannter Baseball, okay. Du hast jetzt nicht überlegt, ob du damit spielen könntest noch, oder? Wenn du die Kohle abkratzt. Okay, wir gehen gleich mal in den Keller runter. Ich glaube, das wird noch am interessantesten sein. Ja, hier oben ist nichts mehr. Zumindest nichts, was so aussieht, als ob es interessant sein könnte. Ach, das ist bloß eine Puppe gewesen. Eine ziemlich creepy aussehende Puppe, muss ich zugeben. Wer hat denn hier das Wasser nicht abgestellt? Sauerei. So, aber hier unten sieht es wenigstens nicht ganz so verbrannt aus. Das heißt, vielleicht haben wir hier noch ein bisschen mehr Glück, irgendwas zu finden. Tut die Tür auf? Nein. Okay. Was haben die hier eigentlich für einen riesen Boiler hier unten stehen? Mit 5000 Rohren, die davon abgehen. Sieht komplizierter als nötig aus. Dies, mein Freund, ist ein Hammer. Du wirst mir jetzt nicht sagen, dass du irgendwas daran entdecken kannst, oder? Ich kann ihn so stark drehen. Das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass man es auch machen soll, aber nee. Lass liegen. So, schauen wir mal hier drüben noch in der Ecke. Das sieht doch aus, als ob es irgendwie mit zum Boiler-System gehört, oder? Okay, dann nimm halt das Werkzeug in die Hand. Das ist bestimmt das Interessanteste, was hier rumliegt. Ach, cool. Naja, hier können wir auch nichts machen in der Ecke. Irgendwas in den Regalen? Nein. Okay, hier drüben ist aber noch eine Tür, die ebenfalls nicht aufgeht. Es ist ziemlich sinnlos, hier unten zu suchen, habe ich das Gefühl. Was mitten im Raum? Ernsthaft? This is the flashpoint. Heater detonated with enough force to expose the foundations. Und dafür musstest du jetzt nach unten in die Mitte des Raums gehen. Okay. Aber das scheint jetzt auch nicht das gewesen zu sein, was sie wollten, um hier die Untersuchung abzuschließen. Also hier unten scheint jetzt nichts gewesen zu sein, ne? Ich gehe mal wieder raus, weil mich unten das Geplätscher nervt. So, hier gibt es aber auch nichts an sich. Ich schaue nochmal doch noch kurz hier drüben. Hier bin ich ja vorhin bloß rein und habe von Weitem geschaut. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwas. Ja, ein verbranntes Bügeleisen. Das ist bestimmt interessant. Na gut, also gibt es hier wirklich nichts in dem Raum. Die Puppe kannst du auch nicht aufheben, ne? Nee. Ich finde es irgendwie merkwürdig, dass die das Einzige ist, was hier nicht verbrannt ist. Eine Taschenlampe? Incidental. Ja. Ich habe auch gar nicht gesehen, dass die da auf dem Boden liegt. Ich klicke ja einfach nur, während ich durch die Gegend laufe, mitten nebenbei rum. Okay, ich glaube, nach oben gehen ist nicht drin. Das wird, glaube ich, nichts mehr heute. Lass liegen, Cole, lass liegen. Don't think this is anything. Ja. Na gut. Ups. Ich war's nicht. Ach, wie ich diese Untersuchungen von den verbrannten Häusern liebe. Das ist so toll. Man sieht nichts, man findet nichts. Und irgendwo am Rande, wahrscheinlich wieder abseits des Hauses, wie schon beim letzten Mal,
liegt dann irgendwas ganz Kleines auf dem Boden rum, das man finden soll. Das traue ich euch zu, dass ihr das nochmal durchzieht mit mir. Vielleicht hier draußen? Nee. Hier ist nix. Gut, lass uns mal kurz drüben bei dem Boiler schauen. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Oder hier nochmal ein bisschen in die Ecke. Oder liegt eine Zeitung rum. Hallo. Eine weitere Zeitung. Siedlungsbau brennt. Kriegsveteranen erzürnt über zerstörte GI-Häuser. Schauen wir rein. How did you get my number, Ira? At first I didn't understand you. But now I do. I'd like you to come back to the clinic. I'm helping other people now, doctor. I think you are confused. You haven't been to the clinic for weeks. I'm not confused anymore, doctor. I'm helping people be together. This world is only temporary. We'll all be happier in heaven. Why don't you tell me where you are and I can come to you? I think the fires should end now. They have served their purpose. Oh, the fires are only beginning, doctor. After the fires, everything will be beautiful and clean. Everything will be erased. The world will be fresh and new. I can see my purpose now, Doctor. And you helped me to find it. Stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Dr. Fontaine hat ja irgendeinen von seinen Patienten mal dazu mit benutzt, instrumentalisiert, um Häuser niederbrennen zu lassen. Und der scheint ihm irgendwie ein bisschen außer Kontrolle geraten zu sein. Na sowas! Der entfesselte Teufel macht sich selbstständig. Und ist das vielleicht auch unser Täter hier? Ich weiß es halt nicht so richtig, ob das jetzt nur zufällig mit Hausbränden ist oder ob das jetzt wirklich damit zusammenhängt. Gut, ich glaube, den Boiler muss ich mir nicht nochmal anschauen, oder? Gab es da noch irgendwas drin zu erkennen, was ich nicht gesehen habe? Nee, wir können auch nicht in den Boiler selbst reinschauen. Gut, dann lassen wir den auch liegen. Ich weiß halt nicht, was ich hier noch hinten soll. Ach, ich kann auch nochmal von oben reinschauen, natürlich. Gut, aber da gibt es genauso wenig zu entdecken wie von unten. Ist auch nicht das, was ich finden soll, wie es scheint. So, aber hier hinten wird doch wohl nichts sein, oder? Muss ich doch nochmal runter in die Brühe steigen? Ach, Mann. Na gut, dann nützt es ja wohl nichts. Da müssen wir wohl nochmal reingehen. Ich finde es halt wirklich seltsam, dass man ein bisschen rüberlaufen kann. Und die Musik noch weiterläuft. Das hat man sonst eigentlich nicht. Sonst hört die Musik meistens schon direkt auf, wenn man das Grundstück verlässt. So, aber hier kann ich mir auch nichts anschauen. Was wollt ihr noch von mir? Mit den Schuhen ging nichts zu ergründen. Ich guck sie mir doch nochmal kurz an. Vielleicht ist ja irgendwas. Vielleicht habe ich bloß nicht den richtigen Punkt getroffen, dass er sich die genauer anschauen wollte, aber. Nee. Ich glaube. Da hat er wirklich nichts dran zu erkunden, so richtig. Ich find's auch seltsam, dass man beide in die Hand nehmen kann. Irgendwas dran? Nee, ne? Oh, wie ich diese Untersuchungen liebe. Hey, I think I see a body. Oh, ah. Das war jetzt zwar mehr ein Zufallstreffer, aber gut. Okay. Cole, magst du irgendwie? Ah. Someone was keeping watch. Looks like they were here for quite a while. Brand looks distinctive. Calderon. In Ordnung. Oh, die Schuhe abdrücken. Whoever he was wearing boondockers. I would know that in prison. Ah, okay.
Das ist natürlich ein bisschen ungünstig gemacht vom Spiel, muss ich sagen. Wir haben erst die Schuhe angeschaut und festgestellt, dass es keine Militärstiefel sind. Und jetzt sehen wir hier erst im Nachhinein die Abdrücke, die was mit Militärstiefeln zu tun haben. Okay, aber dann macht das auch Sinn, was er gesagt hat. Alles klar. Gut, haben wir das geschafft? Vielleicht können wir jetzt auch endlich mit Biggs reden. Ich weiß es nicht. Schauen wir doch mal. Na, wie sieht's aus? I'm stumped. Ideas? Offenbar nicht. Okay, wir können ihm ja auch nicht aushelfen. Dann gehen wir zur Seite, Kollege. Und können wir denn irgendwo anders hinreisen? Nee, der Morelli-Hausbrand ist immer noch das Einzige, was wir haben. Gut, dann ist natürlich die Frage, was kann ich jetzt tun? Oder soll ich nochmal mit unserem Freund hier reden, mit dem freundlichen Nachbarn? Das kann natürlich auch sein, dass wir nochmal... Ja, cool. Warum solltest du die Treppe benutzen? Dass wir nochmal wegen der Abdrücke mit ihm reden sollen. Ja, tatsächlich. Did you see anyone hanging around the Morelli's home prior to the explosion? Nope. Can't say as I was looking out, though. Wieder nach dem Prinzip, wenn ich die Wahrheit nehme, bringt mir das sowieso nichts, gehe ich auf Anzweifeln. You sure, Mr. Foreman? There are signs of someone hanging around over there by the fence. Hey, now that you come to think of it, there was a guy. Kind of tall. Skinny, though. Anything else? Orange lumber jacket, a beat-up hat, and no hair. I thought he was the pest exterminator guy who was working around here the last few days. But that guy had hair. Thanks for your time, Mr. Foreman. Sure. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I could get it for you if you like. That would be great. Any luck, Cole? A couple of things. What did you pick up? Folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Paper cray. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. Und das hat unser künstlerisch veranlagter Täter wahrscheinlich auch gemacht, denn wir haben ja im Intro gesehen, dass er Massen von diesen Kranichen bei sich in der Wohnung hängen hatte. Oder in seinem kleinen Kabuff im Garten. Mal schauen, was das für ein Zettelchen ist, das er da gefaltet hat. Hey, don't break it. I'm not. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. What? Elysian Fields. Okay, das ist also, ja, Leland Monroe, genau. Da kommt jetzt der John Noble ins Spiel. Elysian Fields Developments. Gut, neues Ziel, Adresse von Elysian Fields rausfinden. Jetzt geht's also wirklich an Elysian Fields ran. Dachte ich mir doch, dass es wieder in die Richtung geht. Oh, I see you already have one. Ah. Wir bauen ein besseres Kalifornien. Wir kaufen noch heute Ihr altes Haus. Rufen Sie an. Alles klar, fehlt bloß der untere Teil eben. Dann wird das eventuell... When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Die stecken die immer wieder rein wahrscheinlich. Dann wird das wahrscheinlicherweise der Flyer von den Nachbarn gewesen sein. Kann das sein? Gut, ohne jeglichen weiteren Kommentar. Fertig. Dann lass mal kurz telefonieren gehen und danach werden wir es dann mal aufmachen zu Elysian Fields.